Hallo, heute machen wir gemeinsam ein Osterhasensorgenwärmchen. Wir starten mit 30 Luftmaschen für die Schlaufe. Das Ganze schließen wir wie immer mit einer Kettmasche zu einem Ring. Erneut häkeln wir nun 32 Luftmaschen. Nun überspringen wir wieder die ersten beiden Luftmaschen und häkeln in die dritte Luftmasche ab der Nadel 4 ganze Stäbchen. Das Ganze machen wir jetzt insgesamt 15 Mal. Das heißt 4 ganze Stäbchen in jede Luftmasche. Wir sehen uns am Ende. Wir sind nun bei den letzten 4 ganzen Stäbchen in Braun angekommen. Jetzt häkeln wir mit Blau weiter. 4 ganze Stäbchen in jede Luftmasche bis zum Ende der Luftmaschenkette. Ihr könnt so wie ich gleich den Faden mitvernähen, indem ihr ihn einfach mit einhäkelt. Wir sehen uns dann am Ende der Luftmaschenkette wieder. In die letzte Luftmasche arbeiten wir nun noch einmal 4 ganze Stäbchen. Und schließen das Ganze mit einer Luftmasche ab. Alles gut vernähen. Und dann starten wir schon mit der Mütze. Für die Mütze häkeln wir 9 halbe Stäbchen in einen Magic Ring.
schließen die Runde mit einer Kettmasche und machen 2 Steigerluftmaschen. Nun wird jede Masche gedoppelt, das heißt, wir arbeiten 18 halbe Stäbchen. Wie immer schließen wir wieder mit einer Kettmasche und machen eine Steigeluftmasche. Nun arbeiten wir in jedes halbe Stäbchen eine feste Masche. Wir schließen Runde 3 mit einer Kettmasche und machen eine Steigeluftmasche. In Runde 4 arbeiten wir wieder in jede feste Masche eine feste Masche. Das heißt 18 feste Maschen. Wir schließen die Runde wieder und vernähen alles gut. Für die Ohren machen wir ein einfaches Blattmuster. Wir starten mit 7 Luftmaschen. Wir überspringen jetzt die erste Luftmasche der Luftmaschenkette und arbeiten in die zweite Luftmasche eine feste Masche. Insgesamt arbeiten wir nun 5 feste Maschen und in die letzte Masche der Luftmaschenkette arbeiten wir 3 feste Maschen hinein. Nun drehen wir das Ganze und arbeiten auf der anderen Seite 5 feste Maschen zurück. Nun stechen wir in die erste Masche der Runde ein und arbeiten eine feste Masche. Auf die feste Masche machen wir nun 3 Luftmaschen und stechen dann in das vordere Maschenglied unserer festen Masche ein. Und machen so ein Picot-Stäbchen, auch Mäusezähnchen genannt. Um dem Ganzen noch etwas Stabilität zu verleihen, häkle ich nun rund um das Hasenohr 15 Kettmaschen.
Schneidet den Faden etwas länger ab und webt ihn längs durch das Hasenohr. So könnt ihr ihn gleich nutzen, um das Hasenohr an der Mütze zu befestigen. Nun könnt ihr zum Beispiel an der Schnur ziehen, um einen süßen Knick im Hasenohr entstehen zu lassen. Jetzt geht's ans Zusammennähen. Sucht euch eine Position für die Ohren aus und näht sie gut an der Mütze an. Ich zum Beispiel mag's, wenn die Ohren weit vorne sind. Die beiden Enden von den Ohren könnt ihr so wie ich einfach verknoten, die sieht dann eh keiner mehr, wenn wir die Mütze ankleben, oder ihr vernäht das einfach schön. Zum Schluss bekommt unser Hase noch Händchen. Dafür mache ich eine Luftmaschenkette mit 25 Stäbchen und knote an beiden Enden kleine Holzbirnen fest. Jetzt können wir unser Osterhäschen schon zusammenbauen. Zuerst die Hände, dann der Kopf, die Ohrenmütze. Klebt alles gut an. Und ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo hier und wir sehen uns zum nächsten Tutorial.